Hallöchen, Hallöchen. Heute ist das Eisfest. Oh, hallo. Post. Komm beim Laden vorbei und schau dir die neuen Angeln an, die ich verkaufe. Sie sind die besten, die man mit Geld kaufen kann. Und du kannst sie mit verschiedenen Ausrüstungsteilen ausstatten. Hoffentlich bis bald. Willi. Ja, das könnte sich lohnen. Okay, da aber das Eisfischen unten bei Mani stattfindet, heißt das, dass wir nicht in den verzauberten Wald können. Weil dann ist wieder, Vorbereitungen werden getroffen, Mimimi. Und dann kann ich da nicht hin. Na, ihr Süßen. Honk versteckt sich hinterm Baum. Hallo, ihr Süßen. Wisch los, Kleines. Da ist doch Futter. Bedien dich. Okay. Dann gehen wir fix bei Gus vorbei, legen die Eier in seinen Kühlschrank. Fest des Eises hat begonnen in der Nähe von Marnies Ranch. Okay. So. Der gute Gast hat ja noch gar nicht geöffnet. Mal gucken, ob ich überhaupt zu ihm rein kann. Ich glaube es fast nicht. Dann gehen wir runter zum Strand. Der hat nämlich, glaube ich, auch nicht auf. Ne? Ja. Dann wird Gast heute auch nicht aufhaben. Okay. Oh, hallo Muschel. Das heißt, wir gehen dann einfach gleich zum Fest. Wenn wir hier fertig sind. Bam. Eine Winterwurzel. Hier eigentlich noch was? Ja, genau. Das hier. Ist klar. Fang einen Tintenfisch. Ozean Winternächte. Ich erinnere mich. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal. Oh, die Penny sitzt da ganz allein. Gehen wir uns mal auf ein Fest vergnügen. Und nehmen vielleicht. Oh, hallo. Jeder bleibt im Winter im Haus, also kann ich so laut Gitarre spielen, wie ich möchte. Das ist richtig. Kann ich dir was schenken? Hast du Bock auf ein Tortilla? Danke, ich mag das wirklich. Cool. Hey, hast du Bock auf ein Tortilla?
Jeder hat unterschiedliche Geschmäcker. Upsi. Dabei meine ich es doch nur gut. Oh. Das ist so cool. Ach, hier komme ich nicht durch. Okay. Was haben wir denn hier? Ach, da komme ich gar nicht rein. Hey, Marnie. Mir tun all die armen, frierenden Tiere da draußen leid. Deswegen habe ich Heizungen bei dir gekauft. Hey, pinke Troller, machst du beim Eisfischen mit? Ich würde sagen, ja. Oh, ich nicht. Ich habe keine Ahnung vom Angeln. Oh, das ist der Händler. Der komische. Kalt? Nee, mir wird nie kalt. Hey, Buddy. Eine Sammlervogelscheuche. Baum des Wintersterns. Gefrorene Träume. Echt jetzt? Eisteppich. Winteresstisch. Eisbanner. Wandleuchte. Oh, das ist cool. Preiselbeersoße. Okay. Kürbissuppe. Die ist ja cool. Oh, ich will so eine Wandleuchte. So. Ich will Eis fischen. Willkommen zum Fest des Eises. Das heutige Highlight ist das Eisfischen. Wir haben diesen gefrorenen See vorbereitet und mit Fischen gefüllt. Lass es mich wissen, wenn du zur Teilnahme bereit bist. Das bin ich. Na, wir sind bereit, ne, Jaki? Bist du bereit für das Eisfischen? Ja! Yeah. Okay, alle zusammen, lasst uns das diesjährige Eisfischen beginnen. Kandidaten, euer Ziel ist es, so viele Fische wie möglich in 2 Minuten mit den bereitgestellten Angeln zu fangen. Ihr müsst eure Fische hier aus diesen Eislöchern angeln. Gut, sind alle bereit? Los! Hey, danke. Oh, echt jetzt? Komm schon, du gehörst mir. Hier ganz allein. Keine verdammten Algen. Du bist meins, werde ich nicht. Danke. Die Konkurrenz ist hart. Vor allem, wenn ich nur Algen angel. Komm schon, her damit. Alles meins. Nicht schon wieder Algen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. 20 Sekunden noch. Und ich habe 50 Algen rausgefischt. Na? Meins. Komm schon. Ist
viel zu wenig. Wow, das sind eine ganze Menge Fische. Dieser Geruch. Frischer Fisch riecht nicht. Sollte man meinen. Nun kommen wir zum Gewinner des diesjährigen Eisfischens. Willi mit 5 großen frischen Fischen. Das wundert mich nicht, wir hatten echt kein Glück. Hier ist dein Preis, Willi. Viel Spaß damit. Damit ist das Fest des Eises beendet. Danke für eure Teilnahme. Lasst uns jetzt noch diese armen Fische freilassen. Ich habe zwar nicht gewonnen, aber es war trotzdem lustig. Dann gehen wir wieder nach Hause. Oh ja. Ah, 22 Uhr erst. Das geht ja noch. Dann können wir jetzt noch hier unser Golderz versenken. Das. Käsemaschine. Verchecken, verchecken, verchecken. Und jetzt hängen wir mal die Lampe auf. Doch hübsch. Das ist doch hübsch. Gut. 23 Uhr. Oh, ich glaube, ich habe noch keine Pilze eingesammelt, oder? Tatsächlich. Was gibt's denn da zu meckern, Kleiner? Was ist da los? Hier. Was hatten wir denn noch? Ja, genau. Irgend so ein ganz komisches Möbelstück. Und Feuerschalen. Und eine seltsame Vogelscheuche. So eine Sammlervogelscheuche. Vielleicht sollten wir auch das hier auf der gleichen Höhe platzieren. So. Dann passt das nämlich. Und diese beiden Freunde bleiben jetzt zusammen. Ich weiß nicht, was das für ein komisches Dingens ist. Muss ich das echt drinnen platzieren? Scheint so, ne? Kann in deinem Haus platziert werden. Aha. Und wo? Oh, tatsächlich kann man es aufhängen. Alles klar. Ja, ich gehe ja schon. Was haben wir hier? Leben vom Land. Haben wir uns schon lange nicht mehr angehört. Hast du beim Holzfällen irgendwelche Samen gefunden? Du kannst sie im Boden einpflanzen, um einen neuen Baum wachsen zu lassen. Sei kreativ. Haben wir gemacht. Gut. Der übliche Kram. Naja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.